Die Bezahlung angeht und die Betreuungsfrage, ist es so, dass sich da ja die Feministinnen schon sehr lange darüber Gedanken machen und schon vor dem Ersten Weltkrieg es Ideen gab, dass Frauen beispielsweise ihre Kinder in Betreuungsmöglichkeiten geben, beispielsweise Fabrikarbeiterinnen, die damals gar keine andere Möglichkeit hatten, als zu arbeiten. Und da ist es tatsächlich auffällig, dass wir hier in Deutschland sehr weit zurückhinken bei der Quote der Betreuungseinrichtungen.